So, meine Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video. Du, Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, beim letzten Mal hatten wir diesen Vegeta, heute sind wir bei diesem Vegeta. Und ja, wir haben, okay, das sind eigentlich die gleichen, können wir uns verwandeln? Nein, schade. Obwohl, doch, die beiden haben einen Erdspalter Ultra Big Bang. Ja, gut. Da ich denke mal, die haben beide Ultra Instinct Wert, ich denke ich mal, dass wir die einzeln nehmen, weil ja, macht ja keinen Sinn, wenn wir die schlagen wollen, die Gegner, und die alle ausweichen. Das ist natürlich die Kacke, ne? Aber naja, wie gesagt, und nochmal alle, ich meine, viele fragen ja auch nach dem Download-Link, verstehe ich auch, aber ich lade alle Downloads von dieser Reihe, die ich hier gerade benutze, lade ich alle hoch, sobald ich fertig bin mit diesen ganzen Mods, die ich hier habe. So, wir gucken uns Vegeta an. Okay, das soll der Ultra Instinct Vegeta sein oder was? Sieht aber irgendwie gar nicht mehr so aus. Naja. Die Angriffsart gefällt mir ja schon mal. Upsala. Ja, sehr nice. Oh. Gefällt mir. Und der Schaden gefällt mir auch. Ah, schon wieder was. Ja gut, habe ich mir gedacht. Und zack. Und zack. Diese Kombo finde ich cool. Viel besser als diese Basic-Kombo, die er in diesem Spiel hat. Die Aufladeanimation ist ganz normal, sieht aber für mich aus eher wie Kaioken. Und es kommt auch noch laute Musik. Okay, Meteor Crash. Naja, auf jeden Fall. Bisher ist okay. Auf Dinge zu halt dann die Big Bang. Wandeln können wir uns ja leider Gottes nicht. Die wilde Hand. Zack. Ja. Schade eigentlich. Lass mich jetzt mal. Keine Ahnung, chinesische Mods sind eigentlich immer mega geil. Eigentlich immer. Ich habe auch nie chinesische Mods gesehen, die scheiße sind, ne? Aber diese Charaktere sind jetzt bisher, also die letzten drei, die ich getestet habe, also von chinesischen, sind eigentlich eher jetzt bisher so. Nicht so, dass ich sagen würde, wow, wie es bei den anderen Mods. Naja, gucken wir mal weiter. Wir haben noch zwei Ultis, vielleicht überraschen die uns ja. Ja, Final Flash. In einer anderen Farbe aber halt. Ui. Ich sag mal so, naja. Mein Final Flash ist natürlich auch cool. Ich finde diese kaputte Armor, also diese kaputte Kleidung, finde ich so richtig. Ja, und die Dinge ist das halt so ein bisschen gefärbt. Aber sonst, Leute, wie geht's da bis jetzt nicht so? Aber wir haben noch eine Ult. Oh, dann hätte ich mal wieder ein Dingens, so ein Nahkampf-Move. Da hoffe ich mir jetzt aber was. Alter. Nein! Oh, verdammt. Das war's? Ja, leck mich doch am Arsch. Das war's? Okay. Die Attacke da, die ist auch meine Fresse. Das gefällt mir überhaupt nicht. Naja, okay. Mehr kann ich euch ja gar nicht zeigen mit diesem Vegeta. Ich hoffe natürlich, wir haben bald wieder längere Videos. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Auch von diesem. Ah ne, warte mal. Wir sind ja noch gar nicht hier. Warte, Leute. Wir haben ja noch den anderen Vegeta. Jetzt war nur eine neue Attacke, aber oder eine andere Attacke, aber wie gesagt, wir zeigen ja wenn schon alles hier und nicht nur die Hälfte.
Es ist aber trotzdem, oh mein Gott, meine Fresse. Eieiei, also. Nein. Gefällt mir jetzt nicht so. Na, wir testen mal eben. Ist, naja, gut. Schwierig, ne? Aber vielleicht ist dieser Vegeta ja ein bisschen besser. Was ich ehrlich glaube, aber gut. Schade, wirklich sehr schade. Ich habe mir da eigentlich jetzt eher mehr erhofft. Ultra Big Bang. Meteor Crash. Ja. Ultra Flash. Nee, leider hat dieser Vegeta echt nichts Gutes drauf, sage ich mal. Gut, das Blaue um Vegeta sieht geil aus. Keine Frage, aber ist jetzt nicht so, dass ich es unbedingt sagen würde, wow. Naja. Ich hoffe es natürlich, es hat euch gefallen. Haut rein bis zum nächsten Mal und ciao.